Yo, was Leute! Heute draußen, Sommeredition, und wir haben Wasser mitgebracht. Heute haben wir für euch ganz besondere Wasserpistolen mitgebracht. Hier im Wasserpistolen-Check. Nice. Wir hatten die Idee gehabt, daher, dass es draußen so warm ist, dass wir euch die besten Wasserpistolen zeigen. Von ganz schlecht bis super gut. Das machen wir ganz am Ende. Wir haben auf jeden Fall hier 25 Liter Wasser dabei. Hier nochmal 25 Liter. Wir werden jede einzelne Pistole aufziehen, dann werden wir sie ausprobieren und gucken, wie nass kann man jemanden anderen machen. Ja, los geht's! Juhu! Unsere erste Stufe, die wir haben, sind diese Dinger hier. Das sind die Mini-Teile. Und die muss man jetzt einfach aufziehen. Okay. Also wir haben hier Wasser, Leute. Das heißt, wir können dann hier reingehen einfach und das Ding hier aufziehen. Sehe. Das war's. Also jeder kann zwei Dinger aufziehen. Digga, ich glaube, damit kann man sich gar nicht mal so nass machen. Oh mein Gott, lass so machen so. Warte, wir müssen wollen wir Revolver machen? Ja, lass so, okay, dann so lass da hingehen. So. Drei Schritte, umdrehen und schießen. Ja, okay. Okay, dann komm Rücken an Rücken. Okay, dann der erste. Drei Schritte. Okay, 3, 2, 1. 1, 2. Nein, ich hab dich getroffen. Hab ich dich getroffen? Nee. Doch, ein bisschen schon hier an der Seite. Aber habt ihr gesehen, wie ich geschossen habe? Ich habe so gemacht. Ich habe dich nicht mal getroffen. Ich bin komplett. Er ist komplett trocken. Aber guck mal, wie weit er kommt und so. Was ist, wenn ich dich abschieße? Wie viel kommt da? Okay, wir sehen, so viel ist nass geworden. Von 1 bis 10 würde ich sagen, das ist so die gute 1, Mann. 2 würde ich fast schon. Alter, sagen. Damit ich dich ganz nass machen kann. Ui! Oh mein Gott, aber, wie cool. Aber das ist geil. Schon hoch, oder? Ja, übelst. Was? Niemals! Ich habe das jetzt erst zweimal. Warte mal, aber ich krieg die wieder. Ah, okay, die kann man wieder rein. Nein, Mann, die ist kaputt. Das war's. Das ist wirklich schon kaputt. Guck mal, ich kann es wieder reinmachen, ne? Und wenn ich sie da aufmache, direkt kaputt. Ein Garantiefall. Alter, das ist echt ein Garantiefall. Okay, okay, nächste. Gehen wir zur nächsten. Als Level 2, was haben wir da, Lars? Zeig mal her. Haben wir eine ganz normale Wasserpistole da? So eine ganz normale Handfeuerwaffe. Ba, 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 ba. Okay. Und wie läuft's? So läuft das richtig gut. So, ich glaube, jetzt ist die zu, Mann. Und jetzt kannst du die so aufladen. Oha. Oha. Okay, warte. Bist du bereit? Ja, einmal reicht. Einmal reicht. Also die schießt schon weiter, aber oder? Die, der Strahl ist so relativ spreaded. Test mal aus, ob man mit der gut treffen kann. Also der Strahl ist halt saudings. Ah, du darfst nicht so feste machen, wenn du langsam machst. Ah. Wie hoch schießt die? Warte, wollen wir auch mal testen? Wir testen den Hochschuss. Ah, ja. Nicht so hoch. Naja, was würdest du geben? Ich würde sagen, das ist eine klassische Enttäuschung, weil sie auch so viel ausgelaufen ist. Ja, die ist schon nicht so gut. Ich würde sagen, das ist eine 2. Was war da? Irgendwas. Gebt einen Daumen nach oben, Leute, dass wir das übrigens draußen für euch gemacht haben. Ja, Mann. Werden hier nämlich angegriffen und es ist 36 Kreuzte. Grad. Die nächste ist eine besondere. Das ist nämlich keine Waffe, sondern Stufe 3. Okay. Die Waterbomb! Wollen wir sie ausprobieren? Ja, aber nicht an mir. Lass Schere, Stein, Papier machen. Ich hasse es. Schere, Stein, Wasserbombe! Nein! Ja! Nein! Nein! Alter, die ist einfach nicht explodiert. Oh mein Gott, das tat voll weh, ey. Das Alter, echt... mega. Okay, okay, was würdest du der Wasserbombe geben? Gar nichts. Die Wasserbombe ist total schlecht gewesen, Mann. Ich dachte, die geht so plopp sofort kaputt. Ich dachte das auch. Oh Mann. Okay. Okay, komm. Egal, probieren wir was anderes aus. Wir haben jetzt nämlich wieder hier zwei Waffen. Oh. Such dir eine aus. Die ist deswegen besser als die andere, weil die ist doppelläufig. Guck, die hat vorne zwei Schüsse und da checken wir jetzt mal aus, wie gut die läuft. Oh, okay. Junge. Guck mal, ich kann hier so aufladen. Ba, 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 ba. Boah, das ist mega cool. Ja. Mach die mal voll. Ich will auch noch. Auf jeden Fall. Achso, die ist auch nur so zum Schießen. Das heißt, wenn man die auflädt. Ah ja, das schießt sofort. Hallo. Aber man sieht schon, währenddessen Lars auflädt, die schießt zwei Strahle auf einmal. Seht ihr das? Das heißt, oben und unten kommen zwei raus. Alle hopp. Da kommt gar nichts. Ah! Oh mein Gott! Die schießt gar nicht richtig. Komm hinter den Baum her. Spaß. Ja, Mann. Also die ist schon mal ein bisschen besser, muss ich sagen. Die funktioniert viel besser. Und das ist sogar die... Junge, hör auf! Das ist sogar die, die sogar keine Marke hat, Mann. Das ist das Nicht-Markenprodukt. Und die ist nicht ausgelaufen und bisher ganz gut. Zwei. Hör doch jetzt auf!
Der Junge ist okay. Ist ja okay. Frieden. Was würdest du da geben, Mann? Boah, da würde ich schon sagen 3. Ey, ich würde der schon fast eine 5 geben. Ja. Die fand ich schon echt stark, Leute. Das ist eine echt gute Wasserpistole. Kann man sich auf jeden Fall mal ansehen. Jetzt kommen wir zu den Geschossen, von denen wir nur eins haben. Das heißt, wir haben die immer einzeln geholt, weil die mega krass sind. Und das soll angeblich das Ding hier versprechen. Und zwar ist das nämlich ein Ultra Blaster. Schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an, oder? Der Ultra Blaster. Okay, was haben wir hier? Schau ich jetzt mal das Ding an. Alter! Yo! Oh, guck mal, das hat hier unten, ne, so ein Ding zum Zusammendrücken. Du kannst da die ganze Zeit das Ding drücken und dadurch schießt du. Ja, aber was passiert denn da mit dem Strahl? Ist das ein normaler Strahl oder? Ich glaube, das ist ein Ultra-Hardcore-Strahl, der da rauskommt. So befüllt man das Ding. Warte, den befüll mal. Das bin ich, wenn ich Hunger habe. Die macht so lustige Geräusche. Euch, ja. So, das Ding ist jetzt zu. Ja, willst du dich da hinstellen? Wir testen mal. Du darfst auch gleich auf mich schießen. Okay. Also, wir checken das mal aus. Auf wie viel Meter Distanz? Zeig mal deinen Rücken, damit wir auf den trockenen Rücken schießen können. Okay, wir schauen uns an. Lars, sein Rücken ist sehr muskulös. Und jetzt können wir mal kurz abchecken, was da abgeht, okay? 3, 2, 1. Oh! Alter, zeig mal deinen Rücken. Alter. Guck mal, wie viel da rausgekommen ist. Das ist hier der ganze Rücken. Das ist auch ein richtig starker Strahl. Ist ein starker Strahl? Richtig stark. Soll ich auch mal bei dir? Ja, okay. Warte, einen noch. Alter, da kommst du richtig weh sogar. Echt jetzt? Ja. Okay, wir probieren es mal aus. Oh, das spürst du mega. Okay, okay. Lass alle ein Like da, sonst schieße ich euch auch damit ab. Gucken! Okay. Oh! Oh! Alter, die schießt krass. Kannst du mir noch auf den Rücken feste, schießen? Ne? Oh. Alter, die schießt überkrank. Schieß mal nach oben. Zeig mal den nach oben Schuss. Warte. Ah. Ja. Es geht. Okay. Also, die ist krass. Die ist krass. Richtig krass. Da würde ich sogar sagen 6-7. Boah, Junge. Junge, kommt da nur. Was würdest du geben für die? 6-7 würde ich schon 6, sagen. 7? Das war schon krass. Dann geben wir der für eine 6 und eine 7, weil die andere war eine 5. Klasse Ding. Finde ich gut. Die nächste, die jetzt kommt, die ist krass. Und zwar die war schon krass. Die war schon richtig krass. Die von gerade eben war krass, aber jetzt holen wir die wir jetzt haben. Ja. Die hat nämlich einen super Strahl. Da müssen wir sogar gucken, ob wir vielleicht sogar eine Zeitlupenaufnahme bekommen. Junge, Mann. Ich bin richtig nass. Und zwar die Lars jetzt hier gerade aufmacht, das ist eine Wasserpistole, die hat was ganz Besonderes an sich. Warte, du musst diesen Jungen zeigen. Guckt euch diesen Jungen an. Der schießt mit dieser Wasserpistole und da geht so ein Strahl drumherum. Seht ihr das? Das bedeutet, die kann einen Strahl nach vorne schießen und im Kreis gleichzeitig kommt auch nochmal ein Strahl raus. Boah. Oh mein Gott. Die fühlt sich auch richtig geil an. Fühlt sich gut an? Ja. Die mussten wir sogar importieren, weil es die in Deutschland sogar gar nicht gab. Und das ist illegal. Das ist nämlich illegal, Alter. Wir schauen uns jetzt erstmal an, wie die überhaupt funktioniert. Du hast sogar ein Schussding. Du hast sogar Junge, zum Schießen die ist voll geil. Okay. Das heißt, yo, what up? Die fühlt sich auch richtig krass an. Lass mal kurz anfassen nur. Die fühlt sich richtig gut an. Okay, du darfst mich abballern und ich erklär's nur kurz. Ja. Wir haben hier vorne so ein kleines Zündloch oder irgendwie so ein so ein Loch, wo das Wasser rauskommt, okay? Und da oben drüber ist nochmal ein kleines anderes Loch. Und das Besondere ist, aus diesem Loch kommt ein Strahl heraus und aus dem anderen Loch, aus dem kleinen hier, das dreht sich die ganze Zeit drumherum und sorgt für einen kleinen Tornado währenddessen. Soll ich mal aufladen? Hör mal hin, man hört sogar, wie die aufpumpt. Ich mach richtig Pump, oder? Aber wir machen jetzt eine Zeitlupe, ne? Eine Zeitlupe versuchen wir, ja. Warte, und man sieht mich im Hintergrund, wo ich so mache, so. Okay, ich zähle einfach runter und dann machst du dieses Gesicht. Und okay. wir versuchen in Zeitlupe das zu machen. Okay, 3, 2, 1, Schuss! Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, was? Yo, schau dich das mal an! Niemals! Guck mal! Alter! Krass! Was? Willst du dich mal damit abschießen oder soll ich dich abschießen? Nein, ich mach dich. Bitte nicht, Roman, hör auf. Du musst halt richtig viel pumpen, ey. Und wie geht's euch, Leute? Wie läuft's so privat? Hast du noch eine trockene Stelle irgendwo? Ich? Nee, ich bin eigentlich schon überall nass. Kannst du mir auf den Arsch schießen, Mann. Ja, ich bin schon komplett nass, weil Lars hat wieder übertrieben. Ja, ich über... Jetzt reicht's. Okay. Jetzt müssen wir schauen, wie dieser Strahl drumherum wieder agiert. Los geht's, Mann. Aber man kann ihn gar nicht ausweichen. Warte, ich möchte dich auch abschießen. Okay. Bist du bereit, Mann? Ja. Okay. Oh, Junge!
Alter, da kommt nur noch Luft raus. Wer übertreibt hier? Wer übertreibt hier? Hä? Alter, das Ding ist überfett. Und das sieht man, glaube ich, auch richtig gut, gell? Das ist unglaublich, ja, Mann. Das macht richtig Spaß. Das ist richtig cool. Okay, kommen wir zur nächsten, oder? Jetzt kommt die Wasser-Minigun. Das ist eine Wasser-Minigun. Die schauen wir uns mal gemeinsam an. Wasser-Minigun, schauen wir uns gemeinsam an. Boah. Junge, Junge, Junge. Oh mein Gott. Ah, was für ein Sound. Das, hör mal ganz genau. Ey, yo, was geht ab? Heute sind wir hier. Yeah, 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 yeah. Also, funktioniert circa ähnlich, aber soll angeblich noch härter knallen. Deswegen schauen wir mal rein, oder? So. Das ist Regenwasser, gell? Nee, Mann, das ist aus der Quelle. Die Roman-Wasserpistole muss ich ja auch noch ein bisschen aufladen, ey. Okay, das Baby ist jetzt aufgeladen und jetzt können wir mal checken, was die so... Komm her. Wer denn sonst? Schau, neben diesem Apfelbaum. Also die muss man so halten übrigens. Also ich muss die hier auch mit so einem Zugding bewegen. So die ganze Zeit. Zack, 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 zack. Das sieht man. Bist du bereit? Okay. Alter. Okay, ist gut, ist gut, ist gut. Boah, es ist kalt. Oh. Willst du auch mal schießen? Boah, da kommt schon viel rauf. Was soll ich mal einen Schuss nach oben wagen? Ja, ja, ja. Oh. Oh. Da kommt richtig viel runter. Ah. Versuchst du gerade auszuweichen vor dem Boss. Aha. Okay, 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 okay. Ich würde sagen, die sieht besser aus, als sie schießt. Ja, die ist ein bisschen... Ich würde auch sagen, ist eher so, die sieht besser aus, als sie ist. Würde ich nicht empfehlen. Da würde ich lieber die hier kaufen. Die fette da. Die hier ist besser. Die schießt besser. Die hat circa dasselbe zum Schießen, aber schießt besser. Aber die ist geiler gewesen. Die war bisher am heftigsten. Ja, man, die hat richtig wehgetan. So. Tun möchte. Haben wir die bewertet eigentlich? Das ist übrigens eine 10. 10 von 10. Die war sagen? Ja, die ist halt wild. Ja, das die war wild. Kommen wir zu etwas, was sie alle liebt und was sie alle kennt. Was kennen die Leute alle? Mein dicken Bauch. Neben Lars deinem dicken Bauch kennen die Leute natürlich alle Fortnite. Fortnite ist tatsächlich auch nochmal in die Richtung gegangen, Wasserpistolen herzustellen. Das schauen wir uns jetzt gemeinsam mal an, oder? Also, sie sieht auf jeden Fall so aus wie die Shotgun von Fortnite. Hat dieses Prinzip hier auch mit dem Schießen, aber ist kurz nur. Boah, oh, oh. Oh, ist richtig kalt jetzt mit dieser Kühle, gell? Laden wir das Ding mal auf und schauen mal, was die Fortnite Wasserpistole drauf hat. Okay, warte, oh mein Gott. Okay, hier Mann, viel Spaß dir. Okay. Oh, oha, oha. Aber schon schwer, gell? Ich glaube, da passt sogar am meisten aber Wasser hier rein. Der Trigger, der Griff, der ist Dings. Der funktioniert nicht, gell? Junge, die sieht echt aus wie die echte Shotgun. Sag mal, wie die schießt. Oh, oh, oh Junge. Die ist weit. Die schießt weit. Also ich glaube, ich treffe dich sogar von... Treffen? Aua. Das ist Shotgun-Weitschuss, gell? Ja. Aber doch, du triffst mich von hier. Oh, ja, aber der Strahl ist halt auch... Aber der Strahl... Ich hab's voll in die Nase gekriegt. Aber der Strahl ist schon hart, gell? Mega. Tanz für mich, du! Wuhu! Yeah! Ich hab mir zu viel Wasser in die Nase reingeschossen. Jetzt bist du dran. Einen epischen Sieg. Zeig mal, wie du nach oben schießt. Als ob das irgendwas bringt, wenn man nach oben schießt. Wir haben die halt zu voll gemacht. Die hält aber ganz schön viel aus. Volumen ist krass. Also, aber ich würde sagen, die Fortnite-Pistole hat mich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ja, mich auch. Ich dachte, da kommt jetzt so mega der Wumper raus. Ich habe auch gedacht, dass die so Bälle schießt, so richtig. Aber die schießt nur so kleinen Wasserstrahl. Was ist das? Aber dafür kann sie schnell schießen. Und weit. Und weit kann sie auch schießen. Alter, wie weit sogar? Ja, damit kannst weit. Du sogar deinen Garten gießen. Ja. Einfach den Apfelbaum gießen, gell? Da seht ihr mal, was wir hier für die Natur tun. Unser vorletztes Wasserpistolen-Gadget. Ganz anders als die anderen. Ein Wasserpistolenbogen. Ja, sowas habe ich noch nie gesehen, Mann. Dieses Ding hat hier so ein Wasserloch, damit man die... Riechen die gut? Naja, geht so. Hier kann man Wasser reinmachen und ich glaube, diese Kanone setzt man hier vorne drauf. Alter, was ist das denn? Jetzt mal ohne Wassertest. Oh. Okay, bist du bereit, Mann? Ja, aber nicht ins Gesicht. Wo ist das denn hingeflogen? Also, das ist eher... Ich glaube, hier passt auch, glaube ich, gar nicht mal so viel Wasser rein. Ist, glaube ich, gleich voll. Ja. Okay, Lars, bist du bereit oder was? Nee, ich habe gerade gefurzt. Ja, dann bleib da stehen. Guck mal, die hat sogar hier einen Schalter. Mit Wasser und Raketenschuss.
Das heißt also, man kann hier den Raketenschuss einstellen oder Wasserschuss. Die schießt beim Zurückziehen. Hey, guck mal. Was? Ja, Mann, die hat zwei Modis. Points. Ach so. So, und jetzt haben wir den Kanonenschuss. Jetzt habe ich den Modus gewechselt und jetzt kann ich wieder schießen. Kann man aber auch das hier mit Wasser zusammenschießen? Wir checken es aus. Dieses Ding. Was? Was? Willst du auch mal schießen? Boah, da ist ganz schön viel drin. Boah, das ist... Das fühlt sich ganz anders an, gell? Ja. Ah, guck mal. Du kannst sogar hier deine Munition reinmachen, sodass du die immer bei dir hast. Dann machst du so, warte. Oh nein! Das Wasser da reingeladen! Ja. Also, diese Raketen, ne? Dieser Sound, warte, Achtung! Wenn du damit kommst, dann ist das Spiel schon verloren. Hey Leute! Ich habe gehört, hier geht was ab! Nein, hör auf! Ah, die ist gerade auf Torpedoschuss, jetzt aber. Halt! Was willst du machen, hä? Ach man, Roman, hör jetzt auf! Okay, was würdest du dem Bogen für eine Note geben? Eine 4? Ja. Ich würde ihm auch eine 4 geben. Die Idee ist geil. Ja, die sieht mega geil aus. Wollen wir nochmal den Schuss nach oben machen, was eh nichts bringt? Ja, zeig mal den Schuss nach oben. Jetzt aber, Leute, Finale. Oh, Finale. Oh. Es ist die Fortnite RPG der Raketenwerfer. Das ist das Finale, Mann. Wir holen sie mal raus. Ja. Ich habe ein schlechtes Gefühl, Lars. Schau dir das mal an. Wo schießt man denn hier? Ich glaube, mit der kann man nicht richtig schießen. Ist das... Oh! Aber das ist ja nur zum Zusammenziehen. Ich dachte, das Ding hier fliegt weg. Was? Echt? Ja, ich dachte, das füllt sich mit Wasser. Wo füllt man das Teil denn auf? Ach ja, so, das ist einfach nur so zum... Ja, Mann, du musst das hier drinnen auffüllen. Das ist ja mega der Müll. Ich dachte, das ist viel cooler. Aber da passt schon was rein. Mach mal einen Testschuss. Oha, okay. Alter, aber da kommt schon was okay, rein, da oder? Kommt... Ich versuche mal so weit wie möglich zu schießen. Okay, bist du da, Mann? Ja. Oh, ist ausgerutscht. Tut mir leid, nochmal neu. Okay, jetzt. Hat dich erreicht, oder? Oh, ja, tat voll gut. Man kann die entweder so schießen oder man kann sie so schießen. So Gangster-Style. Yo, yo, als ob man so einen Raketenwerfer trägt, gell? Oh. Würdest du sagen, die ist hart? Ja. Echt jetzt? Boah, aber du bist richtig nass geworden, Mann. Komm, drück mir auch mal ein. Das ist das Finale, Mann. Okay, okay. Das ist für meine Zuschauer. Oh, es geht eigentlich schon klar. Wegen dir ist meine Unterhose nass. Ah! Okay, Leute, jetzt würde ich sagen, sucht sich jeder eine Waffe aus und wir machen, glaube ich, mal ein kleines Match jetzt erstmal hier. Wir setzen uns die GoPro auf und gucken mal, wie das wir wird. Wir machen jetzt ein cooles Match und dann geht's richtig ab. Ihr wisst, wie das funktioniert. Wir sehen uns. Bis gleich, Leute. Da. Lars hat den Ultra-Soaker und ich habe den Tornado-Booster. Und jeder hat von uns jetzt 15 Sekunden Zeit, um sich einen Spot zu suchen. Und dann geht das ganze Ding hier los. Bist du bereit? Ah, let's go, Alter. Wohin will ich? Gut. Du musst noch aufladen. Ich hab gar keine Deckung. Oh nein, ich muss aufladen! Oh, my God.
sau billig, Mann. Egal. Ihr habt jetzt einen kleinen Zusammenschnitt gesehen von Lars und mir. Das war unsere Wasserschlacht. Gebt einen Daumen nach oben. Hä, wo? Spaß. Und falls ihr mehr Sommer Edition sehen wollt, schreibt uns das gerne in die Kommentare. Aber für heute sind wir erstmal fertig. Haut rein, Leute, und ciao!